Aktuell ist das nicht mehr, aber der Zufall hat mich nicht früher auf diese kurze Rede von Alma Deutscher zum Erhalt des Europäischen Kulturpreises gestoßen. Ich wollte sagen, dass bisher ich Melodien und Harmonien immer komponiert habe, wie sie aus dem Herzen kamen. Mir wurde aber schon oft gesagt, als eine moderne Komponistin musst du bald deine Melodien vergessen und dich auf Dissonanzen konzentrieren, wie es sich in unserem modernen Zeitalter geziemt. Aber vielleicht bedeutet diese Auszeichnung, dass ein toleranteres Zeitalter anbricht, wo auch Melodie und Schönheit wieder geduldet werden. Vielleicht ist es eine Botschaft dafür, dass die europäische Kultur aus mehr besteht als nur Dissonanzen. Vielleicht gibt es in der europäischen Kultur doch Raum, auch für Harmonie. Und wie schön wäre es, wenn diese Botschaft gerade aus Wien ausgehen könnte, aus der Stadt der Musik. Danke. Danke, liebe Alma. Ich fühle mich hochgradig unwohl bei einem solchen Statement und will mir klar darüber werden, warum. Alma Deutscher ist eine jugendliche Komponistin, die schon als Kind Erfolge feierte, die mir allerdings sträflicherweise entgangen sind. Sie komponiert bisher weitgehend so, als wäre sie 1799 geboren und als wenn alles, was es seit 1840 an musikalischer Entwicklung gibt, nicht für sie existierte. Immerhin kann man so im Prinzip auch Jacques Offenbachs Hoffmanns Erzählung einordnen, eine Oper, die alle musikalischen Strömungen der letzten 50 Jahre vor ihrem Entstehen ignoriert und ein Meisterwerk. Alma Deutscher ist 14 Jahre alt, als sie den Kulturpreis erhält. Sie spricht in glänzendem Deutsch, ist mit Sicherheit auch intellektuell eine Hochbegabung und weiß wohl, was sie sagt. Dennoch soll sie hier nicht mehr auf etwas festgenagelt werden, was sie vielleicht aktuell schon nicht mehr so ausdrücken würde. Aber soweit das Publikum im Saal und anderswo sich diese Position mit herzlichem Applaus zu eigen macht, muss man die Äußerung als solche durchaus ernst nehmen. Man muss annehmen, dass sich Alma Deutscher vielleicht in einer gewissen Spontanität nicht ganz klar machte, wovon sie spricht. Mir wurde aber schon oft gesagt, als eine moderne Komponistin musst du bald deine Melodien vergessen und dich auf Dissonanzen konzentrieren, wie es sich in unserem modernen Zeitalter geziemt. Melodien und Dissonanzen sind begrifflich keine Gegensätze und sie sind es auch in der Praxis nicht. Bartok und Messiaen, sogar Stockhausen in seinem Spätwerk, sind Komponisten, die eindeutig Melodien komponieren und sie mit Dissonanzen begleiten. Ob man letztlich einen melodiösen und konsonanten oder unmelodiösen und dissonanten Eindruck von dieser Musik hat, hat etwas mit persönlichen Hörerfahrungen zu tun. Interessanter ist aber die Frage, wer soll das zu Alma Deutscher gesagt haben? Andere Komponisten? Mit wem hatte sie sich denn darüber unterhalten? Möglicherweise kamen entsprechende Anregungen, die Alma Deutscher so wiedergibt, sogar von ihren prominenten Fürsprechern und Förderern, vielleicht sogar von Zubin Mehta oder Simon Rattle. Ich kann mir folgenden Wortlaut vorstellen. Möchtest du dich denn irgendwann auch mal mit der Musik der neueren Zeit auseinandersetzen und herausfinden, was da an Anregungen für dich interessant ist? Wenn sie das so wiedergibt und niemand von Relevanz und musikalischem Sachverstand kann das so gesagt haben, sie solle sich auf Dissonanzen konzentrieren, dann meint sie wahrscheinlich, und viele Hörer im Saal verstehen sie wohl so, man erwarte von ihr, dass sie scheußliche Musik schreibt, denn moderne Musik hat scheußlich zu sein und jeder im Saal erinnert sich mit Schrecken, dass er irgendwann in einem Konzert solche scheußliche moderne Musik gehört hat. Aber weiter. Aber vielleicht bedeutet diese Auszeichnung, dass ein toleranteres Zeitalter anbricht, wo auch Melodie und Schönheit wieder geduldet werden. Ich glaube nicht, dass wir, was das angeht, in einem intoleranten Zeitalter leben, in einer Verschwörung böser Mächte gegen Schönheit und Melodie. Hier wird wohl nur das Feindbild neue Musik gepflegt. Ich bin allerdings sicher, dass die meisten Kommissionen, wenn sie Arbeiten von Alma Deutscher in einer Mappe zur Aufnahmeprüfung für Komposition vorgelegt bekämen, sagen würden, ich glaube, hier sind sie nicht richtig. Wir können sie kaum in Komposition von 1830 unterrichten. Wollen sie nicht Tonsatz studieren? Da lernen sie im Prinzip Komposition aller möglichen vergangenen Epochen. Aber wäre das intolerant? Das wäre das Eingeständnis, dass das Kompositionsstudium seine Aufgabe darin sieht, zu einem persönlichen Stil zu verhelfen, der sicher beherrscht wird,
aber auch hörbar werden lässt, dass man mit den relevanten Entwicklungen und Klängen bis zur heutigen Zeit vertraut ist. Ist vielleicht die Musikkritik intolerant, wenn sie praktisch gar nicht auf die Musik von Alma Deutscher reagiert? Soweit ich das sehe, wurde sie in der Presse eher allgemein als Phänomen wahrgenommen. Der einzige Artikel in der Wochenzeitschrift Zeit über sie stammt vom Leiter des Wirtschaftsressorts. Wie gesagt, ich wollte hier von Alma Deutscher selbst absehen. Sie wird auf ihre Weise vielleicht eines Tages eine moderne Komponistin sein. Vielleicht sollten sich nur alle, die das Gefühl haben, dass Alma Deutscher ihnen hier aus dem Herzen spricht, klar darüber werden. Dein mitapplaudierender Nebenmensch empfindet vielleicht einen deiner Lieblingskomponisten auch als einen solchen, der diese hässliche, dissonante Musik schreibt, wie sie modernen Zeiten geziemt. Gehört denn Strawinskys Sacre du Printemps nicht bereits zu diesem Zeitalter der europäischen Kultur, in der Schönheit und Harmonie verboten waren? Oder wo bitte liegt denn die Grenze zwischen Musik in Melodie und Schönheit und jenseits davon? Und auch eine Alma Deutscher wird nicht den Stellenwert der klassischen Musik in unserer Popkultur stärken. Den meisten ist auch Oper, und sei sie von Alma Deutscher, genauso fremd wie dem Lortzing-Liebhaber Alban Bergs Wozzeck. Den Applaus von 60-Jährigen für eine 14-Jährige genieße ich jedenfalls mit Vorsicht, wenn diese 14-Jährige wohl kaum eine Perspektive für ihre eigene Generation bietet.